Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir eine ganze Stadt gegen uns aufgebracht, weil wir einige Roboter zerstört haben, die offenbar einen Genozid an der Bevölkerung verursachen. Aber ich bin ja hier der Böse, deswegen mögen mich jetzt alle nicht. Sogar unser Auftraggeber hat sich gedacht, ja, was für ein Arsch, ich verliere jetzt meinen Kopf und dann kann er seine Quest voll vergessen. Tja. Wir kämpfen uns jetzt bis zur Kopf der Schlange durch und gucken, was uns da erwartet. Viel Spaß. Okay, dann metzeln wir uns mal zum HCC. Ach Gott, dieser Fehler. Ich glaube, der wird uns noch eine lange Zeit verfolgen. Weil wenn der Vorstand uns jetzt so sehr hasst, ne? Dann muss er uns doch überall angreifen, oder? Eieiei. Ich glaube, ich habe mir das Spiel gerade noch mal um ein Stückchen schlimmer gemacht. Haben wir doch irgendwas hier zu erledigen. Das letzte Experiment der Chemikerin? Chimerikerin. Okay. Kehre zu Lilia Hagen zurück. Okay, das ist klar. Beiß nicht in die Sonne. Mutter Erde macht sich Sorgen. Ah. Schicke Minister Clarks eine Botschaft. Das ist auch da hinten, okay. Posiere in verschiedenen Outfits für Celeste. Puh, Celeste muss wissen, was in Halcyon außerhalb von Byzantium getragen wird. Sprich Celeste an, während du jeweils Rüstung und Kopfbedeckung der folgenden Z-Tricks: Ikonoklasten, Plünderer und Spacer. Dann muss ich erstmal auf meinem Raumschiff gucken, ob ich das habe. Ansonsten gehen wir erstmal hier. Mutter Erde macht sich Sorgen. Als ob. Hallo. Okay. Da sind wirklich viele. Wie hast du den Schaden? Achso, ja, stimmt. Ich habe ja AOE-Schaden, ne? Ein Headshot, ein Toter. Und der versteckt sich. Jetzt muss ich nachladen. Der Schuss war für deinen Kopf bestimmt. Okay. Verkleidung gescheitert? Ja. Dann würde ich sagen, prügeln wir uns durch. Oder auch nicht. Mich hier versteckt. Das heißt, wäre ich hierher gestürmt, hätte ich nicht kämpfen müssen. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist nur dieser kleine Bereich hier, wo ich gerade gekämpft habe. Ja, das bringt mir auch wirklich viel. Okay, hier ist abgeschlossen, oder was? Zum Aufschließigen benötigst du Schlüssel zum Ministerium für Akkuratheit und Moral. Ich glaube, da werde ich niemals reinkommen. Und das führt mich wohin? Ach, der Wartungstunnel. Warte. Ach, das ist die Tür, wo ich nicht durchkam. Ah. Super. Alles einfach abgesperrt. Kann ich denn was verbessern? Das habe ich ja nicht gerade. Ich glaube, nichts davon habe ich gerade an, oder? Modifizieren. Tüfteln. Hier, das sind meine. Oh. 4000 Bits, ja, die habe ich. Oh. Den habe ich noch gar nicht verbessert. Gedankenkontrollstrahl. Meine Shoddy, die lassen wir mal. Wir machen auf jeden Fall die Pistole hier. So, 437. Reicht natürlich noch nicht an den hier ran. Vor allem, das Ding ist einfach besser als die Shoddy. Fast. Oh, reparieren kann ich noch, ne? Jetzt müsste ich ja noch mehr Schaden machen. Sehr schön. Okay, hau ab.
denke, das wird sehr hilfreich sein. Bei dem, was wir noch vorhaben. Na gut, dann gehen wir einfach mal rein und vernichten alles und jeden. Ich hätte mir das alles so einfach machen können. Wieso bin ich jetzt gesprungen? Ich weiß es nicht. Ja, es... ich wäre gerne Mr. Geheimdienst höchstpersönlich, aber... anscheinend funktioniert das ja nicht. Ich liebe diese Schüsse, die mich nicht treffen. Alles gut, Leute. Ich habe es nicht auf euch abgesehen. Eigentlich habe ich es auf gar keinen abgesehen. Aber ich muss. Ich habe eigentlich keine andere Wahl. Und weil, wenn die schon tot sind, dann kann ich sie auch plündern. Ich denke mal, das hat uns den Weg vereinfacht. Manchmal ist Rambo-Spielen auch einfach. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon ganz viele Gegner. Das Gute ist, mit jedem Headshot kriege ich Leben. Bist du auch böse? Ja. Oh nein. Oh nein. Ja, auf beiden Seiten. Lass mich in Ruhe. Bitte töte mich nicht. Die Katze baut Scheiße. Ich höre sie. Okay, wir haben es überlebt. Das ist gut. Ich sehe noch einen roten Punkt. Nichts. Nicht mein Schlüssel. Na gut. Ist die Tür hoffentlich offen. Ich habe das Gefühl, dass ich den gebraucht hätte. Oder hier ist irgendwie ein Knopf versteckt oder so vielleicht. Hier drunter, Knopf, bitte. Oh. Warum ist hier ein Loch? Ich meine, nicht, dass mich das stören würde. Ist der Typ vielleicht so... Nee. Wenn er geflohen wäre, hätten sie ihn umgebracht, ne? Vielleicht sind das diese Umbauarbeiten, die er erwähnt hat. Vielleicht will er sein Büro vergrößern hier. Ja, gut. Melden wir uns mal bei der Erde. Aber erstmal klauen wir alles, ganz klar. Alles, was geklaut werden kann, sollte auch geklaut werden. Das ist mein Leitsatz. So. Ja, cool. Dann melden wir uns mal wichtige Nachrichten anschauen. Okay, Vorstandsvorsitzender. Die Rohfassung der Präsentation ist vorbereitet. Die PR-Abteilung hat eine Menge Arbeit vor sich, aber die Grundlagen sind abgedeckt. Halcyon steht kurz vor dem Verhungern. Okay. Die Wissenschaftler des Vorstands arbeiten an einer Lösung. Okay. Arbeiter haben die Chance, sich mit dem Lebenszeitanstellungsprogramm zu beteiligen. Lebenszeitanstellungsprogramm? Nein, das zahlt man jetzt mit Lebenszeit. Da gab es doch mal so einen Film. Wie hieß der denn? Es gab mal einen Film. Da ging es darum, dass man keine Währung mehr an sich hat, also kein Geld, sondern als Währung quasi Zeit hatte. Das ist so eine Uhr um. Und hast du alles mit Lebenszeit bezahlt. Das heißt, die Reichen waren quasi unsterblich und die Armen sind irgendwie 25 geworden, maximal 20, so um den Dreh. Und das fand ich schon faszinierend. Wenn es das wirklich geben würde, Leute. Ey, Junge, ich wäre tot. Und ihr alle auch, weil alle, die mir hier zugucken, die würden ja Lebenszeit mir geben. Weil dann wäre ich ja nicht tot. Hallo, Miss Tinkerbell.
Von daher wird Zeit, dass sowas eingeführt wird. Ministeriumsschlüsselkarte drucken. Okay. In Time, Miss Tinkerbell. Ich glaube, das war der, ja. Ich fand den so cool. Aber ich liebe auch Sci-Fi. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately, we've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together, and that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. It's called the Lifetime Employment Program. We will freeze most of the colony to preserve resources, while the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyonite can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Tolle Lösung. Ich hatte letztens ein Buch gelesen, ging es um die Erde und die Zukunft quasi, dass die Erde halt sich immer weiter aufgeheizt hat, immer weiter aufgeheizt und dann nicht mehr genug Nahrungsmittel zur Verfügung standen, wie in diesem jetzigen Zeitpunkt auch. So, und deren Lösung war es einfach mal, die Hälfte der Bevölkerung zu töten. Was ein bisschen humaner wäre als das, was der da gerade vorgeschlagen hat. Meine Katze bringt ihr Spielzeug. Und motzt mich jetzt nach, dass ich mit dir spielen soll. Aber es geht gerade nicht, Shiva. Nein. 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 Ihr könnt sie nicht mauzen hören, weil sie nicht mauzen kann. Sie kann nur machen. Minister Clarks Nachrichten zur Erde schicken. Mach ich. Da seht ihr sie. Guck mal. Hier, sie winkt euch. So, persönliche Daten. Ja, Shiva, ich muss lesen. Ich muss lesen, Shiva. So, was dauert da so lange? Percival, wie lange kann es dauern, ein verlassenes Büro zu räumen? Meinetwegen werft Clarks Sachen auf die Straße. Er wird sie gerade wohl kaum brauchen. Aber stellt meine Büroerweiterung fertig. Ich hab's doch gesagt, es ist eine Büroerweiterung. Bevor ich wieder da bin, dieses Loch will ich nicht weiter anstarren müssen. Und um Gesetzes willen, macht etwas mit dieser Weltuntergangspräsentation. Die klügsten Köpfe von ganz Halcyon arbeiten in unserer PR-Abteilung und sie lassen die Ankündigung wie eine Trauerrede klingen. Wir brauchen was Lebhaftes, was Fröhliches. Wir brauchen etwas, das man verkaufen kann. Shiva. Hier, isst dein Essen und dann leg dich hin. Los, leg dich hin. Ups, war ja noch mehr. Masseuse. Percival. Sag meinen üblichen Massagetermin am Mittwoch ab. Ich habe dringende Geschäfte, um die ich mich andersorts kümmern muss. Ja gut, das hat mich jetzt Lebenszeit gekostet, das zu lesen. Vorsitzender, ich habe Nachforschungen angestellt und kann bestätigen, dass wir ausreichend echte Nahrung vom
Interkolonialhandel gelagert haben. Das Nährstoffprofil von in Halcyon produzierten Nahrungsmitteln ist weiterhin rückläufig. Bald werden die Leute sich hungrig fühlen, egal wie viel sie essen. Bedauerlicherweise ist eine Komplettversorgung selbst durch die nächstgelegenen Kolonien nicht finanziell tragbar. Aber was wir haben, könnte Byzantium und eine minimale Menge an sonstigen Arbeitskräften für eine absehbare Zeit erhalten. Deswegen diese Kryophasen, die er vorgeschlagen hat. Und da fällt mir noch was ein, Leute. Und zwar, was der hier gerade sagt mit diesem Nährstoffprofil. Das heißt, die Nahrung, die sie ausgeben, hat einfach weniger Kalorien. Das gab es auch schon mal hier im echten Leben. Und zwar haben Soldaten quasi nicht Holz gefressen, sondern, wie heißen die nochmal? Das, was übrig bleibt, wenn du, keine Ahnung, irgendwas schnitzt da. Späne, Holzspäne haben die gegessen, um ihre Mägen zu füllen. Hat natürlich keinerlei Kalorien. Das heißt, sie sind quasi verhungert, währenddessen die was gegessen haben. Und das ist genau der gleiche Punkt hier. Da war doch wieder was zu lesen. Die anderen Konzerne. Vorsitzender, die Chefs der anderen neuen Konzerne proben wieder den Aufstand wegen ihrer Anteile. Nichts, was an einem Vorsitzenden von UDL Sorgen machen müsste. Aber ich dachte, du würdest es trotzdem wissen wollen. Willst du es auch wissen, Shiva? Die schlafen. Na gut. Dann sind wir hier durch. Wir haben die Nachricht an die Erde übersandt. Ist immer noch verschlossen. Jetzt wissen sie auf der Erde Bescheid, dass hier etwas nicht ganz so richtig läuft. Ob es jetzt irgendwas bringt, weiß ich nicht. Hier können wir nichts machen. Ja, wir sind wieder bei 33. Na gut. Was haben wir denn als nächstes auf unserer Liste? Auf unserer To-Do-Liste. So, die Stadt und die Sterne, das machen wir jetzt wieder. Beiß nicht in die Sonne, klar. Das kriegen wir nicht hin. Sprich mit Parvati auf dem Schiff. Kehre zu. Oh, wir haben alle Quests abgeschlossen. Bis auf die Main-Quest natürlich. Ich hoffe, damit haben wir auch in Byzantium alles erledigt, bis auf diese Ich-bin-Model-Gedöns-Sache. Und dann hoffe ich, dass wir gleich, wenn wir hier den Rest fertig gemacht haben, einfach abhauen können. Warte mal. Ich hoffe, dass... Es war nicht hier drin? Das wäre auch hier drin gewesen. Ah, der Typ ist nicht hier drin, das ist das Problem. Aber ich könnte rein theoretisch doch hier noch ein bisschen rumlaufen, oder? Ich sehe hier viele rote Punkte. Was bedeutet, dass hier viele rote Gegner sind? Irgendwo. Ach, wahrscheinlich da oben. Naja. Ich muss gerade Shiva beobachten. Die sucht wieder irgendwas zum Scheiße bauen. Uff, es ist abgeschlossen. Aber mit dir kann ich bestimmt reden, ne? Achso, stimmt, die hat mir den Schlüssel gegeben, ne? Da war ja was. Sie hat sich auf meine Wärmflasche gesetzt. Hauptsache, du haust da jetzt nicht deine Krallen rein. Weil es ist eigentlich gar nicht meine Wärmflasche, sondern die von meiner Freundin. Seid ihr böse? Yep. Oh, shit. Okay, durchprügeln ist angesagt. Hey, wo willst du hin? Okay, das war merkwürdig. Oh. Achso, Büroangestellter. Pff. Hallo, wer bist du denn? Kann ich mit dir reden? Ja, offensichtlich nicht. Warte, war das meine Quest? Nee. Hä? Was ist meine Quest denn? Ach, okay. Da unten. Schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um.
Könnte ja nicht schaden. Willkommen im Human Ressourcen Portal des Ministerium für Akkuratheit und Moral. Hier bin ich komplett richtig. Hier im Ministerium sind Menschen unsere viertwichtigste Ressource. Wenn du eine arbeitsrelevante Beschwerde hast, schreibe sie hier nieder. Danach wirst du dich viel besser fühlen. Angestelltenbeschwerde einsehen. Oh, Auftrag aktualisiert. Cool. Endlich mache ich mal was. Theodor Isaacs frisst mir andauernd mein Purpleberry Mittagessen weg. Ich weiß genau, dass es der spratzzähnige kleine Mistkerl ist. Ich habe ihn mit Krickerkrümeln auf seinen Lippen und Purpleberry-Flecken auf dem Labormantel gesehen. Wenn ich jetzt neben ihm arbeite und ihm zusehen muss, wie er mein Mittagessen aus seinen widerlichen Zähnen pult, möchte ich schreien. So, hab ich. Ich habe ein wenig geschrien. Hat sich echt gut angefühlt. Jetzt setze ich mich in die Küche und warte darauf, dass er es wieder tut. Ich werde ihn auf frischer Tatter tappen und dann hierher kommen und wieder darüber schreiben. Und ich werde stocksauer sein. Krümel auf den Lippen? Also wenn ich einen Keks esse, habe ich keine Krümel mehr im Gesicht. Das merkt man doch. Das würde mich wahnsinnig machen. Ja, anscheinend ist er nicht nochmal gekommen und hat sein Essen gegessen. Sonst hätte er sich ja nochmal beschwert. Halt, Moment, die muss ich gar nicht töten, ne? Da kann ich mich vorbeischleichen. Ich würde gerne halt so wenig wie möglich töten. Man muss es ja nicht überreizen, ne? Toller Raum, ich kann nicht mal was klauen. Das macht mich schon ein bisschen mad. Aber klauen wir doch erstmal die Leute. Hey, did Tillman get transferred or something? That's right, you weren't here when it happened. Some UDL officers took him into custody. Oh law, what did they take him for? UDL's been questioning anybody with possible connections to Phineas Wells. Then, well, Tillman designed all those wanted posters. So UDL's interrogating Tillman? Ugh, that's disgusting. Can't believe I had lunch with the guy. Widerlich. Halt, ist das das Poster? Ja. Nur hat er doch fein gemacht. Sieht doch gut aus. Ist gar nicht, wie die sich beschweren. Okay, hier komme ich nicht vorbei. Die bewachen anscheinend den Pausenraum. Ja, ich komme nicht mal vorbei. Das sind bessere Wachen als die richtigen Wachen. Ah, stimmt. Ich vergaß, sorry. Jetzt habe ich euer Essen geklaut. Wenn ich was klaue, sollte ich echt darauf achten, dass ich nicht gesehen werde. Ach, scheiße. Oh! Okay, okay. Ich muss sie doch töten. Wie ich durch und durch geschossen habe. Diese ollen Cheater. Cheater. Dafür beklaue ich nichts, alles klar. Hä? Die haben doch offensichtlich Sachen an. Okay. Der hat hier in sein Buch geschrieben, hä? Achso, ich bin wieder getarnt. Hier komme ich immerhin durch. Na gut, jetzt ist hier eh keiner mehr. Jetzt kann ich hier auch alles klauen. So, Fahrstuhl incoming. Ah, das wäre die andere Tür gewesen, wo ich hätte einbrechen können. Apropos, ich sollte mal ganz kurz fix was essen, ne? Trinken, trinken. Nicht wieder verwechseln, Zero, trinken. Purpleberry-Saft. So. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ja, UDL-Ausweismodul. Ein Ausweismodul eines UDL-Angestellten.
Der Holomantel von Phineas Wells verwendet die biometrischen Informationen eines Konzertausweismoduls, um eine primitive holographische Verkleidung zu erschaffen. Ah, ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind sie alle tot. Aber danke. Plasmagewehr 2.0. Oha. Was haben wir denn da so Schönes eingesammelt? Kennen wir das schon? Ja, Plasmagewehre sind eigentlich scheiße. Weil nichts geht eigentlich gegen meine Sniper. Wenn ich mal eine legendäre Plasma-Pistole oder so finde, dann kann man vielleicht drüber reden. Na komm. Vielleicht sind wir unten auch gleich wieder getarnt.